Wir sind nun bereit, in die Welt des Internets einzusteigen. Ein Spinnennetz von untereinander in Verbindung stehenden Netzwerken, das sich über unseren gesamten Globus spannt. Hier stellen Router und Switcher Verbindungen zwischen diesen Netzwerken her. Im Internet herrschen völlig andere Zustände als innerhalb der geschützten Wände Ihres LANs. Es geht zu wie im Wilden Westen. Hier ist viel Platz, hier gibt es viele Möglichkeiten, Neues zu entdecken und viele Orte, an die man gehen kann. Es gibt sehr wenig Steuerung und Regulierung und neue Ideen finden fruchtbaren Boden, um ihre Möglichkeiten auszutesten. Aber diese Freiheit birgt auch bestimmte Gefahren. Sie wissen nie, wann Sie den gefürchteten Ping des Todes treffen. Das ist eine mutierte Ping-Variante, die irgendein Verrückter in Umlauf gebracht hat, um ahnungslose Rechner zum Absturz zu bringen. Die Wege, die unsere Pakete beschreiten, gehen über Satellit, Telefonkabel oder Transatlantikkabel. Sie sind nicht immer die kürzesten und schnellsten, aber die meisten Pakete werden wohl ankommen. Das ist vielleicht der Grund, weshalb das World Wide Web auch als World Wide Wait bezeichnet wird. Aber wenn alles gut geht, umrundet das Paket in einem Augenblick mehrfach den Erdball. Und das zum Preis eines Ortsgesprächs. Fast am Ende unserer Reise, in der Nähe des Ankunftsortes, finden wir eine weitere Firewall. Aus der Sichtweise eines Datenpakets kann diese Firewall eine wichtige Sicherheitsmaßnahme oder aber ein gefürchteter Gegner sein. Dies hängt davon ab, auf welcher Seite das Paket steht und welche Absichten es hat. Die Firewall ist so konzipiert, dass sie nur Pakete durchlässt, die bestimmten Kriterien entsprechen. Diese Firewall öffnet beispielsweise nur die Eingänge oder Ports Nummer 80 und Nummer 25. Für alle anderen Pakete, die in andere Eingänge wollen, sind die Türen verschlossen. Der Eingang Nummer 25 wird für Mail-Pakete benutzt, während der Eingang Nummer 80 reserviert ist für Datenpakete an den Webserver. Innerhalb der Firewall werden die Pakete noch einmal genauer untersucht. Manche Pakete sind wie vertraute Kunden, während andere ein bisschen zweifelhaft aussehen. Der Firewall-Offizier lässt sich nicht so leicht überlisten, zum Beispiel wenn sich dieses Ping des Todes-Paket als normales Ping-Paket ausgeben will. Für diese glücklichen Pakete, die alles überstanden haben, ist die Reise zu Ende. Sie werden jetzt an die Schnittstelle des Webservers geführt und aufgenommen. Heutzutage kann ein Webserver fast überall laufen. Im Großrechner, auf dem PC zu Hause oder in einer Webcam. Warum eigentlich nicht in Ihrem Kühlschrank? Mit der richtigen Software ermittelt er dann, ob alle Zutaten für Spaghetti Carbonara im Haus sind oder ob erst eingekauft werden muss. Erinnern Sie sich? Das ist der eigentliche Anbeginn des Internets. Fast alles ist möglich. Nun wird ein Paket nach dem anderen empfangen, geöffnet und ausgepackt. Die enthaltene Information, also Ihre Abfrage, wird an die Webserver-Applikation gesendet. Die Verpackung wird wiederverwertet und mit der abgefragten Information erneut befüllt. Dann adressiert und an Sie zurückgeschickt. Nun geht es wieder durch die Firewalls, die Router und durch das Internet. Dann durch Ihre betriebliche Firewall. Und schließlich auf Ihren Rechner. Hier steht die angeforderte Information dann auf Ihrem Webbrowser zur Verfügung. Das war er also. Unser Film. Zu
Zufrieden mit dem, was sie geleistet haben und an eine bessere Welt glaubend, reisen unsere tüchtigen Pakete in den Sonnenuntergang. Sie wissen, dass sie eine hervorragende Arbeit geleistet haben. Ist das nicht ein glückliches Ende?